Ich glaube auch nicht, dass du den Haushalt selber machst, oder? Ja. Manchmal so ein Tellerchen räumst du schon weg, sagst du? Nee, das macht eigentlich so eine Haushälterin, die Bertha, die macht das für mich. Aber ich sag mal zum Beispiel, auf Toilette gehen mache ich selber. Ah, na, immerhin. Also nicht irgendwie mit Urinflasche und dann die abgeben oder so an Bertha. Das kriegst du Nur noch wenn selber ich hin. wirklich, also ganz Ich kann sonst noch für nein. alle ein paar Klappstühle holen, falls nicht genug Plätze hier übrig sind, oder? Aber ich sag ja, ich so ein kleines elektrisches Ah, Fortbewegungsmittel wie sieht's im denn aus? Noch Haus jemand ohne Espresso wäre schon gerade? angenehm. Weiß auch gar nicht, wo du wohnst schon. Das Thema hatten wir gestern schon. Nee, ich brauche Du hast dann keinen. wahrscheinlich auch so eine Riesenvilla, oder? Ja. Was alles auf Pump, weiß ja. Ja, na klar. Ist ja bei uns auch so. Ach so, Verzeihung. Ich hatte sie akustisch nicht ganz verstanden. Aber das ist doch auch der Stelle ihn einfach amerikanische mal ein, ne? Traum, oder? So. Alles haben, aber auf Pump. Naja, gut. Das stimmt. Alles Das klar. stimmt. Zwei, drei Häuser. Sehr gerne. Bezahlst von den Hypotheken die anderen Häuser und so. Oh, sagte ich. Ja. So macht man das doch. Ja, Amerikanischer Traum. herzlichen Dank schon mal, dass ihr alle erschienen seid. Ich hoffe, dass der Abend wird auch für Sie alle super. Ja. Danke für Ich die locker das Ganze Einladung. mal auf. Jetzt wird es unangenehm. Ist ein bisschen unangenehm gerade, aber. Ja. Ja, Schon zieh durch, irgendwie. Scarlett, ist okay. Zieh durch. Okay. Ja, warte, warte. Komm. Ja, okay, na gut, wenn's Ja, alle dann machen schon. wir doch mit, ne? Wir freuen uns alle sehr, hier dabei zu sein. Yippie, Juhu. juhu. Guck, hast du gesehen, Harry hat richtig. Na klar, Ja, Mensch schon, Mensch schon. so, ist schon Ja, Mann, wuh! eigentlich so scheiß drauf. Ja, es war ja Party, Tag, weißt Party, du, es so. ist eine Hochzeit. Wuhu. So, ich glaube, jetzt sind wir alle ein bisschen entspannter. Ja, reicht auch wieder, oder? Ja, Ja, jetzt reicht's auch wieder. So, wir haben so unseren Teil beigetragen. Alles wunderbar. Nie jetzt eine Hochzeit. Gott sei Dank. Wo, glaube ich, also 1, 2, 3. Max ist gerade nicht da. Aber ich weiß, dass drei Muss ja Leute jemand weiter theoretisch beim nicht hier Eisbrechen gewesen dabei wären, wenn sie nicht bleiben. spontan heute bei der Hochzeit Gibt's doch zufällig nicht. Zeit gehabt hätten. Wir wurden ja gestern Wenn man eingeladen. verliebt Also sind Leonora, oder Sean so. und ich. Ich weiß nicht, was Das heißt, macht es man? wäre Hat jemand wirklich Eis sehr dabei, leer. dass wir wirklich sprechen können? Oder? Wirklich sehr leer. Skala, du bist doch hier die musikalische Oder Unterhaltung. so. Was ist da los? Ich kann nicht singen. Schlechte ist die Witze oder Oh, sowas. die Harriet, die kann singen, habe Oh ich Gott. gehört. Ja. Sean, du Schwein. Ja, Was ist denn bitte sorry. schlechte ist die Witze? Keine Ahnung. Jeder Witz über das SD ist doch ein schlechter Witz, oder? Ah. Auf. Mich nur Sollte gefragt, ob es nicht welche laut sein. gibt. Ich kann dir natürlich gerne was singen, aber ich weiß jetzt nicht, ob Ja, den Abend gestern MD genossen und und gut erholt. Ghostfacers jetzt die richtige Partystimmung ist. Wir sprechen nicht über diesen Abend. Ach so, ja, natürlich, Naja. verzeih. Leonora, dieser Abend ist nie passiert, weißt du doch. Leonora. Welcher Abend? Genau, welcher? Ich wollte gerade sagen, Harrison, du warst doch gar nicht dabei. Es war noch Hey, ich Uwe. fand, Uwe war dabei, ja. Er war Ja. Ach du dabei. Scheiße, ich hab. Der Abend, der nicht Das. genannt werden darf, oder? Der Ja. Abend, dessen Name nicht genannt werden darf, ja. Ich, ja. Das da drüben ist Uwe, ist das da Aber Riding? Uwe war auch dabei, das Also ist richtig. Richard? Ja. Mein Ich muss Gott. sagen, Uwe war super. Oh mein Gott, was? Wird das Warte jetzt mal, die gehört? sehen ganz anders War aus. ja irgendwie alter Ego, wenn du so, Ja, oder. was? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, Ach Scarlett. so. Kommt Uwe öfter zu Besuch? Ja, das klingt auch falsch. Gott. Nee. Also ihr müsst bedenken, es gibt auch Leute, die gestern nicht da waren. Ne? Für die klingt das Oh, alles sehr shit, ja. seltsam. Oh Gott, ich darf nicht fluchen. Entschuldigung. Was, wie? Shit ist verboten hier? Weiß ich nicht genau. Ist es verboten? Ist das... bin Was, einfach... fluchen? Nee, fluch doch. Fuck yeah. Nee, Entschuldigung. Fuck yeah. Gott segne Amerika und unsere Waffen. Fuck Fuck hier. yeah.
Und unsere Langwaffen, Harrison. Oh, entschuldigen Sie, Chief. Tatsächlich noch eine Frage. Ist das nicht unangenehm, wenn der Chief da sitzt? 42. Für die SD-Dealer? Ist die Antwort auf alles. Ist die Antwort auf alles, ja. Ja, kannst dich wieder hinsetzen, Fee. Hast die Antwort. Wäre lustig gewesen, wenn sie wirklich umgekommen wäre. Ach ja. Haben wir nicht jemanden hier, der Gitarre spielen kann oder so? Nee. Leider nicht. Wenn sie musikalisch in Kartoffelsack. Sind Kartoffelsäcke unmusikalisch? Ich kenne jetzt viele nicht persönlich, muss ich zugeben. Und sagen wir mal so, ich habe noch keinen erlebt, der in den Charts gelandet ist. Von daher würde ich mal eher zu Ja tendieren. Das stimmt, das stimmt. Vielleicht sind Kartoffelsäcke auch einfach unterschätzt. Möglich. Vielleicht ist das ein Subgenre. Keiner versteht sie, ja. Ja. Alle missverstanden. Ja, genau, alle missverstanden. Hallo, Miss Hope. Großartige Hochzeit, wirklich. Bin ich froh, dass wir die Trauung wirklich im minimalsten Kreis gemacht haben. Gott sei Dank. Ja, Alexa, gehst du denn innerlich auch nochmal deinen Text durch für gleich dann? Der ganze Was für ein Text? Ja, die drei Worte. Ach so. Ja. Also. Ja. Genau. Na klar doch, oder wie? Soll ich nachhelfen? Ja, drei Worte? Kurz Zigaretten holen. Ah, das ist sehr gut. Das wäre die Alternativlösung. Das ist der Alternativtext. Genau. Oder nein, vielleicht später oder so. Ja. Richtig. Auch noch. Ja, viel Spaß. Ich bin leider angelassen. Obwohl, die drei Worte, Harrison, hilf mir. Oh, ups, das geht okay, auch. Okay, ja. Okay, aber ihr müsst doch eigentlich helfen Sie mir. Ein Zeichen, ich bin in Gefahr. Weißt du, was keine Worte bedeuten. Ja, oder so. Flüssigeis oder sowas. So ein Codewort. Wir haben schon über alles vorher gesprochen. Wenn Alexa mich als ihre beste Freundin darum bittet, irgendwas zu tun, wir haben für alle Eventualitäten Codewörter vorbereitet. Und die Wortwahl war genauso, wie sie war. Ja, genau. Er sollte ja auch die Bad Bitch heute sein, also von daher. Mhm. Wer ist jetzt die Bad Bitch? Ach, wir sind alle. Du? Alle sind Bad. Das ich? Nee, er ist ein Bad Boy. What you gonna do? What you gonna do when they come? Ja, okay. Entschuldigung. Na gut. Aber ich muss mich noch mal kurz entschuldigen, bevor es losgeht. Nee, du musst schon über den Tisch laufen, das ist schon richtig. Okay, na gut. Richtig so, wer sagt, dass man nur auf dem Boden laufen muss? So. Richtig. So. Erstmal auf den Tisch hauen, ja? Nee, das zählt heute nicht, der Boden ist Lava und so. Oh oh. Oh oh. Nein, okay. Na, wer traut sich? Doch nicht Lava? Lava? Ja, komm. Tut mir leid. Okay. Der Boden ist Lava. Stimmt. So. Okay, ich sehe. Ja, ich sehe einige Leute, die alle verbrannt sind. Schade. Ja, alle schade. Verbrannt, wirklich schade. Ende, ja, da will noch einer leben. Schön, schön. Manche hängen noch an ihrem Leben. Und Thorsten kommt wieder und denkt sich so, was zum Teufel machen die da? Okay. Genau, das ist nicht das, wonach es aussieht. Es ist nicht genau das, das habe ich mir tatsächlich auch gerade gedacht. Der Boden war Lava, okay? Ach so, okay. Ja. Alles normal gewesen. Der Boden ist Lava, deswegen sitze ich auch gerade. Entschuldigung, habe ich geschubst? Eine kurze Frage. Ist irgendjemand Veganer, Vegetarier? Nein. Ist jemand kein Fleisch? Nee. Gut. Möglichst viel Fleisch, bitte. Können wir nochmal über diese Weinflaschen reden? Die sind wild, ne? Bin ich der Einzige, der diese Weinflaschen sieht? Ja. In dem Schrank. Welche Weinflaschen? Wie neben dem die Schrank, großen. Hier rechts hinten in der Ecke vom Raum. Ich weiß nicht, was ihr meint, wirklich. Ich bin anscheinend verrückt. Thorsten. Vorkoster. Na klar. Ja, ich hoffe, damit. Man Mut antrinken. Wollte gerade sagen, Mut antrinken, ja. Er fischt den Kork raus. Ich hoffe, er kann gleich noch klare Worte sprechen. Ich kann klare Worte sprechen. Thorsten, du kennst deinen Text aber auch, sprechen. Ne? Ja, das ist gut. Kurz kippen. Was ist ein Text? Ja, der Text. Also ich habe dafür gesorgt, Text. Dass Alexa ihren Text kann. Niemals hat sie einen Text. Ja, natürlich hat sie einen Text.
Ja, natürlich. Dann... Bitte jetzt nicht mehr schwitzen, sonst ist er auf der Hand nicht mehr lesbar. Sehr gut. Gut, dann... Davor wurde der Permanentmarker genutzt. Mein Text kann ich. Gut. Haben wir denn schon, haben wir schon einen Teaser, was auf dem Menü steht, oder bleibt das ein Geheimnis bis zum Schluss? Es wird das gegessen, was auf den Tisch kommt. Du isst dein Teller okay, dann, auf! Ja, dann zählen wir jetzt einmal durch, wer Wetter vorhin wird. Alles schon auf dem Tisch gestanden ist. Ja, halt stopp! Der Boden war Lava, warte mal, ich hatte keine Wahl. Wollte gerade sagen, das kommt jetzt komisch. Ja, wie gesagt, der Boden war Lava, wir sitzen hier auf dem Teppich. Ja, tatsächlich, das Essen bleibt bis zum Ende Geheimnis. Okay, verstehe. Also müssen wir mit verbundenen Augen essen? Nee. Wir müssen es erraten. Wir müssen es erschmecken. Wer ist mit den Stadtwerken? Die machen dann einfach das Licht aus. Ja. So können wir es auch machen. Ich kann nochmal anrufen, wenn Sie wollen. Dark Diner oder was? Nee, Hawkins, lass mal. Passt schon. Dinner in the Dark heißt es, glaube ich, 4, was du meinst. Pitch Black Dining. Ja. Kann sein. Wild. Hawkins ruft erstmal Nuus an, ja? Stromausfall. Also alle wir Leute halten den Zeitplan strikt ein, ja? Wieso haben sie Hunger? Theoretisch. Nein, deswegen nicht. Ich muss ja, ich als beste Freundin von Alexa kenne meine Rolle. Und ich lege da viel Wert drauf. Ja. Warum lachen sie? Das verstehe ich jetzt nicht. Beste Freundin Harris. Das ist so gut. Verstehe es auch nicht. Uwe stand doch gestern auch zu seiner. Soweit sind wir eigentlich vollzählig, oder? Weiblichen Seite. Ja, Letty kommt um 20 Uhr. Leonora ist gerade noch auf Toilette. Jemand ist auf Toilette. Ja, ansonsten. Okay, kurz zum Wagen. Okay. Ja, wunderbar. Dann. Ja, richtig. Weiß jetzt, warum sie Leute gesucht haben, die auf den Junggesellenabschied kommen, weil wenn wir hier mal gucken, wir wären nicht da, Leonora wäre nicht da, wären das gestern 1, 2, 3 Frauen inklusive Braut auf den Junggesellenabschied gewesen. Ja, das heißt dementsprechend... Plus Letty vielleicht noch. Jetzt gleich umziehen. Ja, bin ich aufs Kleidchen gespannt, wa? Ich glaube, die haben die Ringe dabei. Ja, gut. Ich gehe mich umziehen. Ja, klar. So. Viel Erfolg. Ja, sollen wir uns dann schon mal aufstellen draußen? Ja, würde ich sagen. Geht ja jetzt dann los. So, warte. Oh, danke. Brauchst du dich gar nicht hinsetzen, Leonor. Wir stehen jetzt alle auf. Oh. Hä? Was habe ich verpasst? Irgendwas nur schön. Auf dich gewartet, weißt du? Ja. Doch, glaub aber auch dünn geworden. Ja, das stimmt. Ja, diese dünnen Türen. Genau. Ich weiß nicht, warum man immer Umwege laufen muss. Genau. Direkt eine Tür. Echt super Spot. Süß. Wenn das Brautpaar gleich vor mir steht mit den Trauzeugen, können sie gerne quasi als Kreis so schließen, damit ich nicht so schreien muss.
Ja. Ich bin ganz aufgeregt. Stimme mich ein, fahr den Rechner hoch. Wirklich, ja? Und dann stand ich da, komm hier auf Seite. Mitkommen. Ja, okay. Ja, er hat ein bisschen was durchsickern lassen. Interessant war. Guck mal, Sean und ich sind synchron, ist ja klasse mit dem Wippen. Also ich hätte es vielleicht ein bisschen weiter weg von dem Brunnen gemacht, ne? Weil das wird jetzt, glaube ich, richtig nervig mit dem ganzen Geplätscher hier die ganze Zeit. Aber gut. Nach das Raum muss man dann das Fischchen anrufen, fragen, ob die um 21.30 Uhr noch da sind. Sonst was anderes suchen. Quasi arbeiten, während wir auf einer Hochzeit sind. Deswegen darf ich auch eingestempelt bleiben, ja? Arbeite er gleich quasi. Hallo. Hallo. Ich mache hier mal kurz Platz. Ganze Blümchen. Okay, wow, okay, das ist mein Hochzeitskleid. Na gut, okay. Grüße in die Runde. Das Paillettenbesitzer mal. Ja, Grüße. Der Anzug von Scheindiger ist schick. Weiß-rot. Könnte auch ein Kellner sein, bin ganz ehrlich. Aber wahrscheinlich rot angepasst an die Haarfarbe seiner jetzt zukünftigen. Deshalb bin ich am Glitzern. Holy shit. Ach so, Partydress ist das, ne? Bereit? Du bist ein bisschen näher, oder? Eigentlich nicht, nee. So, ohne Kontext hat sich ein bisschen was Psychopathisches, ne? Auf einmal kommen ganz viele Menschen näher. Aber ist doch super. Gut, dann wollen wir mal anfangen. Ich fühle mich beobachtet, ich sag's euch, wie es ist, ne? Hier schauen nur 2, 4, 6, 8. Hier schauen mehr als 10 Augen zu. Denk an den Text, Alexa. Okay. Böses Wort aus! Begehrtes Brautpaar, geehrte Trauzeugen, liebe Gäste. Heute ist ein besonderer Tag. Der schönste und mit Sicherheit auch der unvergesslichste Tag für unser tolles Brautpaar. Die Hochzeit. Das Höchstmaß der Gefühle. Ein Moment in einem Leben, der für immer bleibt. Jetzt sind wir hier, um Sie, Alexa Baker und Thorsten Steinleger, in den Bund der Ehe zu schwören, zu begleiten und alle dabei Zeugen zu sein. Doch warum ausgerechnet heute? Was ist so besonders an diesem heutigen Tag? Warum der 18. Würden sich bestimmt einige fragen. Ach nee, dies zu beantworten bedarf einer kleinen Geschichte dieses Brautpaars. Folgen Sie meinen Worten und lassen Sie sich auf eine kleine Reise mitnehmen. Vor 6 Jahren haben sich beide in Washington kennengelernt. Genau gesagt am 18.01.2017. Mr. Steinleger war damals Chief und Miss Baker fing an dem Tag neu an. An dem besagten Tag kam der Chief in den Dienst und bekam von seinem Assistant Chief mitgeteilt, dass eine neue Mitarbeiterin eingestellt wurde, sehr kompetent, und war hellauf von ihr begeistert. Er war natürlich sehr neugierig und wollte sich selbst davon überzeugen. Also süß, mit jahrelanger Vorgeschichte, das ist süß. Und so kam eins zum anderen. Die Kompetenzen von Miss Baker brachte sie so weit, dass sie irgendwann die Leitung der Ausbildung übernahm.
Aber nicht nur beruflich, sondern auch privat kamen sich beide näher. Am 18. Mai 2017 wurden sie ein Paar und schlussendlich verlobten sie sich am 18. September. Sie sehen also, liebe Traugäste sowie Trauzeugen, dass die Zahl 18 eine besondere Bedeutung hat für dieses Brautpaar. Miss Baker beschrieb es folgendermaßen. Die Zahl 18 ist eine Glückszahl für beide. Es ist eine Art roter Faden, der sie seitdem begleitet hat. Denn an den Tagen passierte immer etwas Spezielles oder Wichtiges und das verbindet sie. Der Antrag selber war sehr romantisch gestaltet. Dafür wurde das Restaurant Gambino gemietet, es wurde ein Vier-Gänge-Menü serviert und zum krönenden Abschluss kam der Antrag dann von Mr. Steinleger. Aus dem Grund findet auch die Trauung hier statt. Als ich beide fragte, was sie jeweils an den anderen schätzten, musste ich ziemlich lachen, vor allem bei der Geschichte von Miss Baker. Denn sie schätzt die Loyalität von ihm ihr gegenüber, vor allem aber auch seine Ehrlichkeit. Auch wenn es Situationen gibt, wo diese Ehrlichkeit manchmal nicht so gut ist. Zum Beispiel zieht Mr. Steinleger seine Verlobte immer mit ihrer Eifersucht auf. Denn es ist so, dass wenn Miss Baker eifersüchtig ist, dann muss sie Schokolade essen. Es gab da mal eine Situation im Blackwood Saloon, wo eine Frau meinte, dass Mr. Steinleger gut aussehe. Zack, der erste Griff zur Schokolade. Sie sagte, sie hat immer einen Schokoriegel parat. Deswegen wird sie auch oft damit immer provoziert von ihm. Einfach nur so für den Kick. Seine Liebe zu ihr ist in der Hinsicht, ich zitiere, mega cringe. Denn er prahlt mit ihr. Und das ist aber auch genau das, was man doch auch als Frau hören und auch spüren will. Sie möchte ihn heiraten, weil sie ihn liebt und ohne ihn ein Leben einfach nicht vorstellen kann. Auch Mr. Steinleger schätzt unglaublich vieles an ihr. Sie ist einfach, wie sie ist. Er liebt ihre Art, wenn sie anfängt zu lachen. Sie ist der erste Mensch gewesen, den er traf, der ihn wirklich verstanden hat. Denn er beschreibt sich selbst als ein sehr schwieriger Mensch. Wenn er Sachen anspricht, versteht ihn viele sehr falsch. Oft wird er missverstanden. Doch sie weiß immer ganz genau, wie er etwas sagt und wie er was meint. Er mag es, wie sie ihre Sachen handhabt, wie organisiert sie ist. Denn er ist das komplette Gegenteil, ziemlich chaotisch. Aber wie wir wissen, ist das Sprichwort, Gegensätze ziehen sich an. Auf die Frage, warum er sie heiraten möchte, antwortete er mit, weil es einfach passt, so wie es ist. Es ist der Punkt erreicht worden, der für ihn sagt, das besiegelt alles. Und dies ist auch genau das Zeichen bis ans Lebensende. Ich möchte noch persönliche Worte an sie beide richten. Ich sehe in zwei strahlende Gesichter, in zwei Liebenden, die genau füreinander geschaffen sind. Denn das Leben besteht nicht nur aus den Momenten, in denen wir atmen, sondern aus den Momenten, die uns den Atem rauben. Das beschreibt sie beide zu 100%. Ich denke, sie sind nach all den Jahren so miteinander verschmolzen, dass sie absolut nichts mehr trennen kann. Vielleicht werden sie den einen oder anderen Schokoriegel benötigen, aber dafür soll gesorgt sein. Denn Schokolade, wenn Schokolade die Antwort ist, dann ist die Frage irrelevant. Also frage ich Sie, Thorsten Steinleger. Hat sie süß mit der Schokolade nochmal. Möchten Sie die hier anwesende Alexa Baker in Verantwortung vor den Anwesenden als ihre Frau annehmen, ihr die Treue für immer versprechen, sie achten und ehren, ihre Schwächen stärken und in Gesundheit und Krankheit, in Reichtum und Armut mit ihr den Weg durch das gemeinsame Leben schreiten, so antworten sie mit, ja, ich will. Ja, ich will. Und auch sie frage ich, Alexa Baker, möchten sie den hier anwesenden Thorsten Steinleger in Verantwortung vor den Anwesenden als ihren Mann annehmen, die Treue für immer versprechen, ihn achten und ehren, seine Schwächen stärken und in Gesundheit wie Krankheit, in Reichtum und Armut mit ihnen den Weg durch das gemeinsame Leben streiten, so antworten auch sie mit, ja, ich will. Ja, ich will. Den Ring, den sie tragen, ist der Bund der Ehe und soll als Zeichen der Ewigkeit besiegelt werden. Tragen Sie diese Ringe mit dem Wissen in Ihrem Herzen, dass derjenige, der ihn erhalten hat, Ihr ewiger Freund, Ihr vertrauter Partner und Ihre wahre Liebe ist. Somit erkläre ich Sie, Alexa und Thorsten Steinleger, im Angesicht der hier anwesenden Zeugen, Kraft ist mir, vom Staat des San Andreas anvertrauten Amtes, zum Mann und Frau.
Sie dürfen die Braut nun küssen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, vielen Dank. Ja. Sehr, sehr schöne Rede, ja. Dankeschön, Dankeschön. So. Wir brauchen Essen. Ganz viel. Und ganz viel. Ja, dann legt's wie rein, ne? Natürlich. Achso. Ja. Ringe gar nicht getauscht. Also einfach geskippt. Ja. Essen. Essen. Ich brauche Essen. Essen ist immer gut. Ja, dann dürfen wir alle reingehen und Essen. Das Essen wird gebracht. Erstmal geht's um Glückwünsche, würde ich sagen, oder? Ich warte immer noch auf meine Erinnerung. Ich merke schon. Ich glaube, es geht erstmal ums Essen. Ich glaube, es geht erstmal ums Essen. Ja. Es läuft erst aufs Essen hinaus, tatsächlich, so wie ich das gerade. Ja. Erst Essen. Nein, dann erst Essen. Essen. Dann erst Essen. Essen. Komm, Essen. Essen, bitte Essen. Was hab ich gehört? Das mit dem. Ach, verspärt mit, alles. Mit der Aussage, das ist ja mega cringe, hat mich so zerrissen. Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet. Mag es noch arbeiten, ja? Quasi. Aber ihm geht's gut, ja? Jetzt sag nicht quasi. Achso, warte, da fällt mir was ein. Du musst auch noch kurz arbeiten. Oh, warte, ja, warte, sag doch was. Warte. Ja, ich wäre auch über den Tisch gegangen. Ist schon okay. Danke dir. Komm schon. Hat gesagt, sit up. Wir haben geöffnet. 28 Minuten. Ups, Entschuldigung. Ah. Ist aber jetzt der richtige Moment, das Thorsten mitzuteilen, dass er gefeuert ist? Ah, deswegen ist er sauer. Ja, mehr mit der Presse reden, um unsere Mitbürgerinnen zu informieren, dass der Norden jetzt ein Gerichtsgebäude mit Anmeldebestelle besitzt. Entschuldigung, nicht mal der Chief Justice wusste bis zu dem Moment, wo das Gebäude stand, dass es dieses Gebäude überhaupt gibt. Schon wieder warten auf Support? Hast du wieder, bist du wieder Bus-Riding gemacht, oder was? Bist du wieder auf Bussen geritten? Großartig. So, Herr Winkler, anderer Winkler. Die Nummer habe ich leider nicht von ihm. Ist blöd, wenn er die Leitstelle nicht anwinkst. 463, 463. Mano, soll ich denn den Tisch reservieren? Nein. Wenn er die Leitstelle nicht macht. Nicht bei Gott. Gut, dann suchen wir ein anderes Restaurant. Ist was anderes offen. Ein Bug, ja, okay. Ja, aber um die Uhrzeit sind ja relativ fix. Wird schon. Ah. Sean Lowe verkauft immer noch seine Autos. Hm.
Steht der Foodtruck noch draußen? Ja. Hey, Harriet? Na? Gerade versuchst du. Mir mal gefallen. Ja, na klar. Es müsste gleich mal eben mit der Frau Vane geklärt werden. Ja. Was jetzt mit den beiden Damen vom Train Diner ist, die jetzt extra gekommen sind und hinter mir warten. Ich konnte denen das jetzt nicht genau sagen. Ja, gut. Frag mal. Ja, ich auch. Wie du auch. Du musst es doch am besten wissen. Ja, ja. Ja. Ich hab gerade mal schnell was umgeschrieben. Ja. Bin mal gespannt. Ja. Na? Er ist sie abwesend. Super. Ja. Kopfschmerzen. Ich habe nichts gemacht, wirklich, Hawkins, ich schwöre. Bitte? Ich hab niemanden den Platz weggenommen. Ich gerne es gleich schauen, wenn sie wiederkommt, ja? Ja, alles gut, Letty, bleib mal sitzen. Achso, ich bin ein bisschen leise, deswegen. Schon, ich kläre das gleich mit ihr und Letty, kannst ruhig sitzen bleiben, ist okay. Ich wollte nicht, aber ich glaube schon. Nein, alles gut. Nee, dann kann ich auch aufstehen, alles gut. Wir finden schon Platz, sind doch genug Plätze da. Ja, ich hol mir jemanden. Setz mich da oben hin, das passt doch. Jetzt lassen wir die Plätze frei, oder was? Na gut. Ja, setz dich ruhig. Achso, warte, du wolltest zwischen uns, warte, so. Ja, bitte. Hilft jetzt doch wieder beim Essen. Ja, naja. Ja, perfekt, mein Herz rast immer noch. Schön. Warum? Weiß ich nicht. Harriet? Hat sich noch nicht gelegt, jetzt. Sagst du? Ah, Entschuldigung. Ja, was war denn? Da stehen jetzt die Damen vom Train Diner. Wie wollen wir das mit denen jetzt machen? Weil sie sind jetzt natürlich auch extra vorbeigekommen. What the fuck? Also mit verteilen. Also mit verteilen, oder? Sollen einfach verteilen? Ja, würde ich sagen. Ja, mehr Essen, Auswahl quasi. Eben, sollen einfach auf den Tisch stellen. Ich habe eh großen Hunger. Gut, alles klar. Sag dir. Hallöchen! Hallo! Jemand vom Train, ne? Extra jetzt. Richtig. Sehr gut. Ich habe jetzt gerade einmal gesprochen, wie wir das machen wollen. Ihr dürft auch einfach mit verteilen. Die Leute haben sehr großen Hunger. Sehr großen Hunger. Ist, genau, dass ihr es einfach mit auf den Tisch stellt und jeder darf sich dann aussuchen, was er möchte. Ja. Haut ruhig ordentlich raus und lasst euch das dann gut bezahlen, was ihr da raushaut. Alles klar. Ja? Ja, okay. Wollt ihr irgendwie so ein bisschen eine Vorspeise? Ja, genau, so menümäßig quasi. Ne? Erst die Vorspeise, dann Hauptgang, dann Nachspeise oder so. Ja, also wir könnten als Vorspeise eine Suppe anbieten. Mhm. Dann, ja, was? Sollte es schon ein bisschen förmlicher sein, oder? Was soll das sein? Ein bisschen förmlicher, so ein bisschen mehr schick, oder? Nee, Quatsch. Dafür ist ja das Gambinos da, weißt du? Ihr könnt da ruhig hier die Münder stopfen quasi, die so ein bisschen nach was fertigen und so. Also sozusagen haben. Die ganze Speisekarte, was wir anbieten. Ich weiß, so, genau. Was möchtest du? Einmal Gewürz? Genau. Oder doch lieber ein Ribeye Steak? So, einen wunderschönen Ich glaube, Ribeye Steak klingt hervorragend, oder? Ja vorhin nicht so die Gelegenheit, ne? Thorsten. Genau, okay, ja, Suppe klingt gut zur Vorspeise, dann so ein Ribeye Steak, würde ich sagen. Und vielleicht zum Milchshake zum Nachspeise? Die Kellner sind jetzt da. Ich wollte gerade eben fragen, ob jemand denn Durst hat. Aber hat jemand denn Durst? Gesagt, möchte jemand was trinken? Beilagensalat haben wir auch. Ja, wie gesagt. Weißt du das? Ja, sag ich doch, ne? Wein? Ja, es tut mir leid, ist leider aus. Er hat auf jeden Fall viel eingepackt. Nein, Quatsch. Ja, ich geh gucken. Alles super. Ja, genau. Guckt einfach mal, schätzt mit auf den Tisch quasi. Also Pasta bieten wir auch an. Und wie gesagt, alles schön aufschreiben und dann bezahlen lassen, ja? In Ordnung. Supi, vielen lieben Dank euch. Wir haben zu danken. Okay, super. Dann bis gleich. Bis gleich. Ciao, ciao. Ja, und dann, wenn wir wieder zurückkommen, ist kannst geklärt, du erstmal. Geht los. Kannst in den Briefkasten gucken. Und super, dann danke, Harriet. Wird da dein neuer Ausweis drin sein, hoffentlich zumindest. Ja, das mit dem Ausweis kann aber ein bisschen dauern, Leute. Wir hatten nur den Vorteil, dass wir Leute kannten, die Leute kannten. Weshalb das mit dem Ausweis nur 5 Tage oder so gedauert hat. Sehr schön, sehr schön. Es gab Leute, die haben wochenlang auf ihren neuen Namen gewartet. Hashtag Claire Miller.
Das, ich muss sagen, aber fehlt tatsächlich doch die Hintergrundmusik. Ja, ist dafür nicht gerade da? Nicht eigentlich auch noch was geplant? Ja, eigentlich schon. Mann, Fisch in! Wahnsinnig. Wirklich. Scheiß Fisch in, ich brauche einen anderen. Mach was anderes. Was ist offen? Nix. Nee, ist tatsächlich nichts offen. Klasse. Ich glaube, das ist immer noch zu schön, um wahr zu sein. Wirklich, Gott. So. Wie, wieso? Irgendwann hat er den Klick gemacht, dann realisierst du das auch. Burgershot halt. Realisiert, genau. Die liefern gerade nur. Och Mann. Zweifel müssen Groß, sie oder? Zum Fisch hinfahren und gucken, was? Wie man da ist. Hinter uns die Kellner. Oh Mann. Herr Grünbanz. Mann, ey. Scheuert schon wieder. Ich meine, also ja, kann Musik machen. Ich dachte, ich weiß nur nicht, ist das, was hier so passt. Was geplant war oder wie? Pauli meinte. Ja. Nee, geplant war es auf jeden Fall nicht, weil er dachte, bis gerade so noch nicht mal eingeladen ist. Weird Flex. Bis ich ihn angerufen hatte. Sag ja. Eigentlich bin ich ehrlich davon ausgegangen, dass die Leute, die auf der Party waren, dass sie offensichtlich auch eingeladen sind. Weil das wäre ja Bullshit. Richtig. Da kann man auch mal flexen, ist absolut richtig. Bin gespannt. Ich hab's mir noch nicht angeguckt. Wir würden jetzt mit dem Essen beginnen. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin der Pauli Gambino, ich bin heute Abend Ihr Koch und Gastgeber. Gastgeber? Großartig. Wir haben eine kleine Menü zusammengestellt, die hoffentlich alle zufriedenstellt. Ja. Wir fangen an mit einem klassischen Rinder-Carpaccio. Das ist hauchdünn geschnittenes Rindfleisch. Dazu haben wir Rucola-Blätter und gehobelten Parmesan. Das Ganze ist garniert mit Olivenöl, Zitrone und ein klein wenig Trüffel. Pauli, muss ich halt 21 Uhr los, muss zum Fischen fahren. Gucken, ich habe eine Frage. Bitte. Gibt es in dem Menü auch die Möglichkeit, das Carpaccio vom Schimmel zu bekommen? Von was? Ich habe keine Ahnung. Ja, nein, eigentlich schon wieder hin. Vielen Dank. So verschwindet hier ständig jemand. Gut. Bon Appetit. Dank dir. Auf jeden Fall mutig. Guten Appetit. Ist alle hier. Hallo, einen schönen guten Abend. Hallo. Hallo. Wir sind vom Train Diner und würden euch gerne verköstigen. Also zusätzlich quasi. Zusätzlich. Richtig. Genau. Perfekt. Mhm. Vielen Dank. Soll ich dann einmal kurz sagen, was wir mitgebracht haben? Bitte. In Ordnung. Also, wir haben... Ein fremdes Restaurant in ein anderes Restaurant zum Essen austeilen einladen, ist halt auch einfach... aber also das kam dadurch zustande, dass sie zu spät waren. Da sind sie selber schuld. Dann haben wir, da haben wir also, ne? Kaffeecreme. Können wir jetzt nichts machen? Oder? Wie müssen sie sich bezahlen? Dann Nachspeise haben wir Eis anzubieten. Und Kuchen. Vielen Dank. Jeweils Zitronenkuchen, Marmorkuchen oder Schokolade. Also Schokoladenkuchen. Oh, sehr gut. Speisen wären einmal Gyros-Teller mit Pommes und Tzatziki. Dann haben wir dabei Chicken Wings, einmal mild und einmal hot. Oh, Chicken Hot Dogs. Dann Pasta. Jetzt weiß ich, warum das Trainliner bestellt. Einmal Bolognese, schon. Carbonara oder Napoli. Das ist so typisch, ne? Klischee.
Dann eine schon bei Chicken Wings abgeht. Suppe haben wir ein Angebot heute. Und oh ja, genau, ja. Das habe ich befürchtet, dass das jetzt passiert. Gerne. Das was passiert? Ja, dass das mit Gambino nicht abgesprochen wurde. Und das ist jetzt Fauxpas. Ich habe das mit Wayne besprochen und Wayne meinte, ja. Hier, mach. Und Wayne steht da hinten und telefoniert, großartig. Ja, okay. Naja, also das ist, das, was heißt, das heißt. Das Problem ist halt, ja, Thorsten, das Problem ist halt, dass Gambino viel zu spät war. Viel zu spät. Ja, ja, das dadurch ja, aber dann muss Wayne damit hin. Ja. Mal anders, ja. Also während des Essens so rein, weiß ich nicht. Schwierig. Nicht meine Aufgabe. Hier ist jetzt auf jeden Fall was. Ich hab's auf 4 abgewälzt. Sean hat's auf mich abgewälzt, ich hab's auf 4 abgewälzt. 4 hat gesagt, passt schon. Und es kam ja nur zustande, weil die 4 zu spät waren, ja? Da sind sie halt jetzt einfach mal selber schuld. So, ich gönn mir jetzt erstmal Carpaccio. Wollte ich gerade sagen, hat jetzt jeder was? Ja, ich denke schon. Also ich sehe einen reichlich gedeckten Tisch. Ich esse jetzt. Ich bin Hunger, ne? Ja, guten Appetit. Oder so. Ich habe tatsächlich nichts gekriegt. Ach Gott. Echt nicht? Wir hatten... Nein, was? Ich. Ah, doch. Hier vorne steht ja sagen. Mini-Portion. Danke schon. Nicht. Hast du sogar Danke gesagt. Kannst du kurz mitkommen? Ja, eigentlich muss Fia das machen, Letty. Die telefoniert da hinten aber. Wir versuchen gerade hier dunkel ins Licht zu bekommen. So, pass auf. Folgendes. Ja. Es kam dadurch zustande, ich kann ein bisschen aufklären. Mhm. Es kam dadurch zustande, dass, wie gesagt, Gambinos zur vereinbarten Zeit nicht hier war, nichts vorbereitet hatte. Dementsprechend wurde schnell eine andere Möglichkeit zum Essen, zum Verzehr quasi geholt, die man natürlich jetzt auch nicht einfach wieder wegschicken kann. Und ich hatte das mit Fia besprochen, die jetzt leider am Telefonieren ist. Und die meinte, die Damen dürfen dann gerne jetzt auch das Essen mit austeilen. So kam die Konstellation zustande. Ja, schwierig. Also ich verbitte mir, in meinem Restaurant irgendjemanden anderes catern zu lassen als uns. Ja. Und ja, außerdem war Korea da. Also als wir da... Das ist kein Problem. Ne? Ich meine, es ist ja ihr Restaurant, ne? Sie haben das Hausrecht. Genau, also das Strain Diner kann überhaupt nichts dafür. Nein, es war so viel das auch. Wir werden dann auch wieder dann gehen, wenn wir möchten keine Umstände machen. Oder ihr beschränkt das auf Kuchen, das wäre doch völlig in Ordnung, oder, Pauli? Ja, das ist in Ordnung. Habe ich ja gesagt vorhin, ne? Wenn ihr den Nachtisch machen wollt, dann habe ich damit kein Problem. Kuchen und Eis. Genau. Ja, ist doch wunderbar. Ja, okay, das wäre klar. Also, aber natürlich erst im Anschluss. Ach, natürlich, um Gottes Willen. Gerichten. Ja, ja. Da war so klar. Man hat gesagt, jetzt so lange es tut mir richtig leid. Ne? Also. Ach, wie gesagt, da könnt ihr gar nichts für, alles gut. Selbst ein bisschen unangenehm. Ach, Quatsch, da könnt ihr gar nichts für. Wir haben es jetzt geklärt, das ist genau. Ja. Wollt ihr dann draußen gehen, die Kinder, oder? Korea hat angefangen. Gut. Benehmt euch mal ein bisschen. Okay, die Damen, dann würde ich sagen, wir machen weiter, wie geplant. Wunderbar. Okay. Perfekt. Holen und verlass das Haus ohne Schlüssel. Oh. Oh, ist alles gut. Okay, super. Also, Chicken Wings werde ich euch ich hoffe, die bleiben da, weil ich will Chicken Wings auf jeden Fall mitnehmen. Ja, die bleiben da. Alles gut, Thorsten. Okay. Bleiben da. Weil da werde ich dich reichlich mir auf jeden Fall und mitnehmen. Fühlt es sich so an, frisch vermählt zu sein? Ich durch. Jared, ich muss dich bei dir lang mogeln. Nicht anders wie vorher auch, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall mindestens zweimal. Also ich kann das noch gar nicht ganz realisieren, glaube ich. Tom, ich werde mir ganz schön auf den Ausweis von ihr angucken. Hey, psst, wie viele Chicken Wings habt ihr so dabei? Wie viele Chicken Wings habt ihr so dabei? Das war ich doch sowieso. Alles klar, ich nehme schon mal, gib mir mal 10. Meine Kollege, die ich dabei habe, meine plus 1, ja, der meinte schon gerade, also weißt du was? Also auf jeden Fall nehme ich Chicken Wings. Okay. Ja, so meinte ich das zwar jetzt nicht, aber wunderbar, Zubi, danke, dass das so in den Mund gelegt wird. Ich muss ausrechnen. Also wie gesagt, ihr könnt da überhaupt nichts für, ne? Also müsst ihr keine Schuld irgendwie auf euch nehmen oder so. Macht da ruhig mal eine Rechnung schon mal über 500, bitte. Kein Bargeld dabei.
war halt wirklich, weil vom entsprechenden Laden niemand da war zur vereinbarten Uhrzeit. Und dann haben wir euch halt bestellt. So. Danke. Ich danke dir. Aber es war so klar. Es war so klar. Es ist immer toll, dass es bei Harriet immer nicht funktioniert. Andere Leute wälzen immer auf Harriet ab. Du machen. Aber wenn Harriet abwälzen möchte, ja, dann muss ich das irgendwie immer nicht. Ja, die Kontrolle durchziehen. Ich weiß nicht warum. Mit Handschellen an und so auf die Wache. Ach so. Ja. Ja, irgendwann. Irgendwann kommt der Moment, wo er zu schnell fährt. Dann ist der richtige Zeitpunkt dafür da. Frage mich für die Staatsanwaltschaft, das sieht beim Traffic Law. Eine Versprechung. Ach hier, ist es nicht das, was Dom sich gekauft hat? Eine Versprechung, eine Drogen, perfekt. Sehr schön. Blutspende, okay. Hm. Warte, wir machen das ja, anders. Ja, das ist schon richtig, Harrison, ja. Mhm. Ja, ich lass mir das einfallen. Willkür also. Leider ist die Leitstelle nicht besetzt. Daher hierüber die Frage, ob ihr 21.30 Uhr noch da seid. Ich würde für ein, nenn es mal Geschäftsessen, gerne einen Tisch reservieren. Danke. So, jetzt müssen wir es nur noch lesen, ja? Das ist einfach nur noch lesen. Ups. Jetzt hat er doch ein Dings drüber gemacht. Also was ist jetzt sein Problem? Der neben dir sitzt. Achso, sitzen wir quasi auf derselben Seite. Hallo Trauzeugen-Buddy. Ich bin John, hallo. Wo ist Cory? Du hast auch eine Rede vorbereitet, ja? Bitte, Klasse, Leitstelle. Hallöchen, hier ist Harriet. Ich wollte mal fragen, ihr habt bei euch so einen Tundra Pantera noch drinstehen für 100.000. Ist der noch zu haben, theoretisch? Erst von einer halben Minute verkauft worden. Nein! Ach, schade. Na gut, dann hat sich das erledigt. Das ist jetzt wirklich blöd, weil ihr wart gestern nicht erreichbar, heute nicht erreichbar, wirklich frech. Na gut, alles klar. Ciao. Zu dem Zeitpunkt, als ich gefragt wurde, wusste ich nicht, dass frech. Das Ganze mit dem Junggesellenabschied verbunden ist, der wirklich dann gestern frech. Stattgefunden hat. Das Problem hatte ich wirklich auch frech. Übrigens. Wirklich, wirklich frech. Ja, ich glaube, wir wurden beide verarscht. Sagen wir es so, ich bin leicht verkatert. Ich nicht, leicht ich war nicht verkatert? Da. So. Trinkt Harry zu viel. Uwe, das stört ihn nicht mehr. Uwe. Er war auch dabei. Wir sind nur noch verkatert, wenn wir umgefallen sind beim Trinken, ja? Das ist aber auch nichts anderes offen. Gut, kein Challenger. Dann soll es einfach nicht sein für Harriet. Was denn? Ich hab dich nicht verstanden. Dann soll es einfach nicht sein. So. Sag doch. Als nächstes Ach, dann soll es einfach nicht sein. Nee, Krall, wirklich, da hab ich jetzt... Oha. Aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Fehlen jetzt noch Leute, oder? Nee, sind theoretisch alle da. Ein Slat? Ein bisschen verteilt. Ja, Detti und Papo, die sind gerade draußen. Okay. Hallo, Krall. Ja, dann, Hallo, das ist nur ein kurzer... Tipp zur Info. Am 18. Ja. Findet das statt. Du bist 18.3. Ja in der Moderation. Du bist ja in der Moderation. Ja. 18.3. Ja, alles klar, weiß ja. Bescheid. Soll ich dann auch Mr. Kim Bescheid sagen? Nein, Mr. Kim ist ja raus. Gut, Mr. Kim ist raus. Gut, dann sage ich dem aber auf jeden Fall Bescheid, dass er nicht mehr dabei ist. Ja, das sage ich. Das nicht. Das lass ich mir. Das war alles zu kurzfristig. Ich spreche das schon mit Mr. Kim ab. Gut, alles klar. Weiß ich Bescheid. Ciao, Ralf. Alles klar. Tschüss. Gut. Das glaube ich dir inzwischen nicht mehr, Thorsten, tatsächlich. Sage ich dir, wie es ist, ja. Doch, das war ursprünglich tatsächlich geplant, bis du gesagt hattest, oh, Alexa, nimm dir für Freitagabend nichts vor. Und dann habt ihr euch gedacht, Mann. Wir planen hier mal eine schnelle Hochzeit noch drumherum. Ich hab doch... Dann bin ich jetzt schuld. Okay, ja, nee, ist kein Problem. Ah, ist okay. Hast du einmal Salat schon bekommen? Nee, hab ich nicht. Ich bin tatsächlich gerade in dem Moment weggelaufen. Ja, das sagte ich mir. Deswegen denke ich doch an dich trotzdem. Ja, danke schön, Taylor. Ja.
Ja. Dankeschön, super lieb. Lass den schmecken, ja? Danke, danke. Sehr gut. Naja, für Sean haben wir ja die Chicken Wings, ne? Der braucht jetzt keinen Salat, glaube ich. Oh Gott, der sieht echt gut aus, der Salat. Ja, den essen. Wollen wir schon mal essen? Direkt. Ich kann sagen, wollen wir mal essen? Was? Anstand. Wie jetzt Anstand? Was für Anstand? Ich würde sagen, wenn der Bräutigam was isst, dann können alle anderen auch was machen. Auf geht's. Ich habe nur drauf gewartet. Ich habe die ganze Zeit gierig rübergeguckt. Oh. Danke. Gott, das ist echt gut. Das ist echt lecker. Vor allem, weil die Autos natürlich ja teurer geworden sind und das noch der alte Einkaufspreis vom Tundra war. 120.000. Dann Fulltune für 100.000 hätte ich mir jetzt genommen. Ich danke dir, Bobbe. Ja, ich lasse den Tag. Super. Hab ich verpasst? Hast jetzt den Salat verpasst schon, aber ich hab mal was für dich. Hast du, Cory, hast du auch von Thorsten irgendwie eine Mindestseitenzahl aufgelegt bekommen? Alex hat mir gesagt, ich muss 30 Seiten vorbereiten. Oh, du bist dein Schatz, also, ich danke dir. Bitte, ich sag mal so, ich würde mir zutrauen, 30 Seiten improvisieren zu können, aber dann sitzen wir hier in der Wand. Hm? Ja, ich bin bei 35 gelandet. Lass dir Zeit. Perfekt. Alles Anwalt, sehr vorsichtig, was du dir wünschst, John. Ich hab ein ganzes Essay niedergeschrieben, tatsächlich, ja. Schön. Ja. Mach deine Doktorarbeit raus. Komisch, ich habe irgendwie das Gefühl, Alexa wollte mich in die Scheiße reiten heute. Schön. Mist, weißt du, was mir gerade einfällt? Es sollten 40 sein? Nein. Okay. Das Gleiche muss ich für dich auch irgendwann machen. Oh. Ja. Frau Dark, ich weiß es noch nicht. Och Mann, wirklich. Oh. Ja, kein Problem. Das kriege ich hin. Wie du dann da Moment. Stehst, bist da am Schwitzen, hallo. Am Vorlesen. Hallöchen. Ich weiß, ich habe ihn noch nicht geschrieben, wann und wo, aber das werde ich noch tun, sobald ich einen Tisch reservieren konnte. Aktuell ist gerade ein bisschen mau mit Essen. Ja, sie haben angerufen, deswegen rufe ich eigentlich nur zurück. Ach so. Ja, ich wollte sie daran erinnern, dass der Termin ist. Das ist ja eine meiner Aufgaben auch. 21.30 Uhr. Wann und wo, sage ich Ihnen noch Bescheid per SMS, ja? Okay. Super, und, ciao. Danke. Tschüssi. Nein, jetzt verstehe ich es. Jetzt hast du wir haben genug Zeugen, richtig? Ja, schön. 40 Seiten. Kommt immer auf die Bezahlung an. Auf die Bezahlung der Zeugen? Ja, genau. So funktionieren Zeugen doch nicht, oder? Ach, verstehe. Das ist gängiges Mittel. Manche Zeugen vielleicht. Alle. Grundsätzlich alle? Die meisten. Jeder hat einen Preis. Ja. Dich anders. Na gut, es muss ja nicht unbedingt Geld sein. Kann ja auch andere Güter sein. Jetzt bin ich gespannt, welche Güter denn? Eine schöne Gutsleberwurst. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt kommt die schlechte Witze. Schön. Oh mein Gott. Sind wir jetzt bei der Unterhaltung wieder bei den schlechten Witzen angekommen, ja? Anscheinend. Mhm. Gut. Gott. Wo man immer noch drüber lachen muss. Mein Gott. Thorsten. Ja. Nur damit ich mich magentechnisch schon mal drauf einstellen kann, wie viele Gänge habe ich noch zu erwarten? Eins oder zwei. Uiuiuiui. Schon langsam eng. Wo flüstern wir? Weiß ich nicht. Ah,
Also glauben kann ich es ja immer noch nicht. Ja, jetzt zu spät, Thorsten. Das ist richtig. Ja. Schön, um wahr zu sein. Aber genau dafür gibt es ja auch die Flitterwochen, ne? Um teilweise runterzukommen. Teilweise. Na klar. Ja, in dem Fall noch eher Flittertage, oder? Genau, nicht runterzukommen. Ja, gut. Flittertage. Naja, keine Wochen. Was meinst du mit runterkommen? Bist du noch drauf von gestern? Nein, das meine ich nicht. Wo gehst du denn hin? Sorry, wir sprechen nicht über gestern. Also in Sinn habe ich tatsächlich jetzt noch die Malediven. Aber je nachdem, wenn wir am Flughafen sind, kann sich das Reiseziel nur ändern. Ja, wahlweise auch ohne die Diven, ne? Jetzt, ich dachte schon mal, Diven wäre schon fest. Aber oh Gott, dann der kam jetzt erst bei mir an. Malle. Lull. Nee, dann werden es die Malediven. Steht das ja anscheinend doch schon fest. Ja, gut, hätte ja sein können, dass, keine Ahnung, dass wir am Flughafen entscheiden, ja, keine Ahnung, doch. Kann ich euch ganz kurz entführen? Doch Australien oder so. Ach so, also ich dachte, das Recht auf Entscheidung hast du dir jetzt verwirkt. Wer fliegt denn freiwillig nach Australien? Da wollen 95% aller Tiere töten. Entführen heißt mitkommen, oder? Das war jetzt auch nur ein Beispiel. Die wollen einen auch töten. Ich dachte nur. Also, Ist was mit Markus? Ja, so wie es aussieht. Hat er wieder einen Autounfall gehabt? Nein, nicht so schlimm. Ist er zum Gefängnis? Nein. Gut, dann ist er nicht so schlimm, erzähl. Ich meine, die Leute, die nach Australien fliegen, sind das nicht die, die sich nur wissen. Wir müssen noch ein bisschen weiter weggehen, tut mir leid. Ja, ich habe auch kein Wort. Da. So wie es aussieht, sitzt er tatsächlich scheinbar aus einem Auto und schmollt. Ist das jetzt sein Ernst? Wegen Pink und Lila, oder was? Ja, habe ich mich auch gefragt, aber... Dein Ernst jetzt. Sorry, ist dein Mann, aber ist er 12? Was ist das denn? Guck mal, ich sage auch immer, Markus ist 12, danke schon. Also das ist doch jetzt ein Witz, oder? Ich wünschte, aber naja, obwohl wir das Hochzeitspaar nicht wirklich kennen, dachte ich mir, es ist trotzdem irgendwie unhöflich, wenn er gar nicht wirklich aufgrund der Arbeit geht. Es ist sehr unhöflich. Gut, also du hast ja schon mit ihm gesprochen, Leonora, richtig? SMS geschrieben. Gut, und er sitzt wieder da? Ja. Also ich mag dich sehr gerne, Leonora, ne? Aber ich kann mich nicht offenen Herzens für irgendwas bei ihm entschuldigen, weil für mich war das gar nichts. Was ist das? Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, geht ihr zweimal wieder zum Essen. Ich spreche mal kurz mit Markus. Er hat das gesagt, das Kleid ist pink. Wir haben gesagt, das Kleid ist lila. Das ist doch überhaupt, ist doch nix. Ich versuche das einem 12-Jährigen zu erklären. Ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber ich habe Erziehungswissenschaften studiert. Okay. Das hilft manchmal in dieser Stadt, glaub mir. Soll ich mitkommen? Bist du eine strenge Erzieherin, Harriet? Nein. Findest du? Okay. Nee, ich habe gefragt. Nö, eigentlich nicht. Schade. Schade. Okay. Soll ich die Peitsche rausholen, oder was? Nein, ich meinte nur streng. Nicht gleich Gewalt. Nein. Nein, alles gut. Gut, willst du rausgehen zu ihm? Spaß beiseite? Ja. Ja, okay. Setz dich euch erstmal wieder hin, damit das nicht so auffällt und ich bin gleich wieder da. Ja. Okay. Super. Du bist die Beste. Mal gucken, ob ich was machen kann. Ja, wenn nicht, ist es halt wenn so, nicht, dann komme ich erst arbeiten. Okay. Genau, wenn nicht, komme ich wieder. Ciao. Super. Also dafür, dass hier so viele Autos stehen, da trinken ganz schön wenig Leute. Er sitzt nicht im Auto. Wo ist er denn? He's not in his car. Markus Eis. Na gut. Da steht übrigens ein pinker Cabrio. Was auch immer da gerade gesucht wurde. Da steht so ein pinker. Cabrio Zenetta. Wo ist er denn? Ist jetzt verarschen oder was? Och, Markus. Red, ich muss schon echt sagen, du hast echt wunderschönes Haar so. So, also wirklich, Entschuldigung. Alles gut. Du solltest nicht so schreien, wenn du anderen Frauen Komplimente machst. Warum denn angesprochen? Nicht? Ja, ich habe mich angesprochen gefühlt. Ja, sie haben auch wunderschönes Haar. Ja, danke. Viel Spaß noch.